Ah, nach dreimaligem Laden habe ich doch den richtigen Spielstand geladen. Das ist doch auch mal was Feines. Diego, ja genau. Bernardo. Willkommen, Reisender. Willkommen. Ich weiß, warum du hier bist und bei mir bist du genau richtig. Bin ich das? Ah, ja. Du bist gekommen, um eine hervorragende Waffe zu kaufen. Oh. Und selbst wenn nicht, ich habe noch mehr Waren. Das... Wirf doch mal einen Blick darauf. Ja. Zeig mir deine Ware. Das sieht so aus, als würde ich das natürlich unbedingt haben wollen. Jemand wird dafür bezahlen. Unbedingt. Ich habe lange auf diesen Moment gewartet. Das werde ich dir erst verkaufen, wenn du deinen Wert bewiesen hast. Na, das habe ich befürchtet. Gut, ein Moment kurz. So, Bernardo, genau. Bei Beliar, das werde ich nicht zulassen. Ich komme, um dein Tribut abzuholen. So, das hat Tufail vor einiger Zeit auch gesagt. Und ich vertraute ihm mein Gold an. Doch, was hat er damit getan? Er hatte sich von einer Handvoll Nomaden abnehmen lassen. Heißt das etwa, du willst nicht zahlen? So ist es, Fremder. Ich habe bereits gezahlt und ich werde nicht eine weitere Münze hergeben. Schätze, ich werde den Tribut aus dir herausprügeln. Du kannst es ja mal versuchen. Du bist keine Herausforderung für mich. Leute, es gibt einen Kampf! So, Teleportstein. Dankeschön. Das ist ja toll. Kurze Frage. Genau. Schmetterschaden 25. Schmetterschaden 50. Irgendwer meinte, Marius, glaube ich, dass der Schamanenstab einer der besten Stäbe wäre ever. Ist das ein magischer Stab? Tatsächlich, es ist ein magischer Stab. Kann das jemand bestätigen? Weil der Punkt ist, an sich steht bei diesem Stab nur Schmetterschaden. Schmetterschaden, das stimmt. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt... Fernando. Wie sieht's aus? Willst du jetzt bezahlen? Du lässt mir keine Wahl, Vater des harten Schlages. Dankeschön. Wen haben wir noch? Hey, willkommen in Braga. Ich bin Luca. Hallo Luca. Ich bin hier, um dein Tribut einzufordern. Tja, da bist du wohl umsonst gekommen. Ich habe nicht ein einziges Goldstück. Das ist schlecht für dich. Warte. Lass mich dir einen Vorschlag anbieten. Lass hören. Ich kann dir eine Rüstung herstellen, wenn du mir dunkles Leder bringst. Und im Gegenzug soll ich den Tribut für dich zahlen. Es ist ja nicht viel, dass ich Zuben schuldig bin. Nur 500 Goldmünzen. Eine Rüstung von mir ist viel mehr wert. Schätze, mir bleibt keine Wahl. Gut, ich gehe drauf ein. Ich danke dir, Sohn der Klugheit. Du machst damit ein gutes Geschäft. Hast du was zu verkaufen? Ich bin untröstlich, doch kann ich dir keine Rüstungen anbieten. Alle Jäger, die für mich gearbeitet haben, sind tot. Sie gerieten in einen Hinterhalt der Nomaden. Vielleicht versuchst du es in der nächsten Stadt. Was ist die nächste Stadt? Im Osten liegt Benerai. Das Minendorf ist fest in Sanchos Hand. Dort gibt es immer was zu tun. Und wenn du ausdauernd genug bist, kannst du auch versuchen, dich nach Morasul durchzuschlagen. Die große Sklavenburg liegt von hier aus im Süden. Aber der Weg ist nicht ungefährlich. Ja. Ich bin hier, um dein Tribut zu holen. Natürlich bezahle ich. Richte nach Falema die Grüße aus. Dankeschön. Was weißt du über Ayla? Ayla! Sie war die Blume von Braga. Was ist passiert? Es war ein Überfall. Azaru und seine Sippe haben sie einfach geraubt. Kein Wunder, dass sie nicht mehr in der Gegend sind. Er sitzt jetzt bestimmt in seinem Lager und sieht ihr beim Tanzen zu. Dieser Sohn eines Schurken. Okay. So, was ist mit dir? Irgendwie müsste doch noch ein Typ sein, der... apropos, ich habe dann jetzt den falschen Stab. Ja, ich bin mir jetzt nicht so sicher, wie das mit dem Stab aussieht, muss ich gestehen. Wir werden es noch rausfinden. Sieh weiter, Fremder. Hier lauern überall räuberische Nomaden.
Nafalem schickt mich. Tja, meine Taschen sind leer. Ich habe nicht eine einzige Münze. Aber warte. Bevor du mich umbringst, will ich dir ein Geschäft vorschlagen. Lass hören. Kämpfe mit mir gegen Malir und seine Räuber. Wenn wir siegreich sind, wirst du mehr Gold haben, als mein Leben noch wert ist. Du kannst alle Beute behalten, die wir machen. Und dann soll ich dich laufen lassen. Und bei Nafalem meinem Tribut zahlen. Das ist mein Angebot. Gut, kämpfen wir gegen die Räuber. Das wirst du nicht bereuen, Sohn des Mutes. Ich kenne das Versteck von Malir und seinen Räubern. Sie haben hier eine Höhle. Wir können losgehen, sobald du bereit bist. Ja, warum nicht? Lass uns die Nomaden angreifen. Dann auf für den Kampf. Folge Duvail. Ja, wir wollen uns ja den Assassinen anschließen, wer das übrigens noch nicht wusste. Deswegen, ja, auch wenn wir ja gerade eine leichte Nomadenrüstung tragen, werden wir das bald in eine Assassinenrüstung wohl umtauschen, wenn wir genug Ruf haben. Und im Endeffekt in eine Schwarzmagierrobe. Hoffentlich. Im besten Fall. Ich befürchte, das sind jetzt hier sowohl gute als auch böse, oder? Oh ne, tatsächlich nicht. Hier werde ich helfen! Da! Das ist Malia. Ehemaliger Nomade. Wunderbar. Das war doch ganz gut. So, Moment, wo ist Malia? Habe ich den jetzt schon ausgeraubt? Ich nehme gerade mal an, ja. Das ging schnell. Schneller als erwartet. Tatsächlich sehr viel schneller als erwartet. Hallöch. Danke. Malir ist besiegt. Gute Arbeit. Nimm dir die Beute und geh damit zu Nafalem. Er wird mich zwar nicht zurück in die Stadt holen, aber zumindest werde ich nicht sterben. Was hast du jetzt vor? Ich werde zu Abbas, dem Wasserhändler, gehen. Dort werde ich wenigstens nicht verdursten. Hm. Nice. Wieder mehr Erfahrung und ein Kelch der Wasserhändler. Kelch? Was ist ein Kelch? Und wir nehmen natürlich alles mit, was wir finden können. So viel ist das gar nicht. Naja, was soll's. Besser als nichts. Wie kommt der Speer hierher? Ach, hier sind noch welche abgehauen, oder was? Oder wie soll ich das verstehen? Okay. Wen haben wir denn da? Einfach nur normalen Wüstenläufer, okay. Wo ist denn mein netter Freund? Hier ist der Tribut von Bernardo. Er hat dir doch wohl keine Probleme gemacht, oder? Naja, nein. Hier ist der Tribut von José. Ich denke, er wird dir keine Schwierigkeiten gemacht haben. Er ist ein guter Händler. Er hat allen Orks, die hier vorbeigekommen sind, Sklaven verkauft. Und der Pass ist der einzige Weg in die Wüste. Ich bezahle den Tribut für Luca. Ich hoffe, du hast wenigstens ein gutes Geschäft mit ihm gemacht. Hier, das ist von Tufail. Was? Das ist... Aber... Ich kann mir nicht vorstellen, dass Tufail das Gold alleine aufgetrieben hat. Sei vorsichtig, Reisender. Großzügigkeit kann eine große Schwäche sein. Aber Tribut ist Tribut. Gut, ich nehme das Gold an. Was willst du? Okay, mehr hat er nicht.
Wie komme ich denn jetzt noch in Praga weiter? An sich ist es doch nur noch... Herr Diego. Was machst du hier in Praga? Ich wollte eine Runde jagen gehen. Luca sagt, hier gibt's ein paar dunkle Snapper. Ihr Leder eignet sich für die Herstellung von Rüstungen. Wenn du Lust hast, gehen wir zusammen. Ja, können wir machen tatsächlich, aber vorher möchte ich Quicks helfen und nochmal schlafen gehen. Dann können wir darüber reden, Diego. Ich weiß zwar nicht, ob du mich eher behinderst, aber ich hoffe mal nicht. Ich meine, du bist Diego, du bist overpowered und zumindest warst du das in den anderen Teilen. Diego, gehen wir jagen. Auf! Neue Quest-Snapper, ja, dann... Ich wollte gerade sagen, Diego, dann hopp! Nettes Schwert hast du da, by the way. Aber das Gute ist, er kann mir dann zeigen, wo die Snapper sind. Die Snapper kann ich ja dann nur eben schnell ausschalten. Und dann haben wir sowohl die... Rüstungsquest als auch die Diego-Quest beide fertig. Ich hatte eigentlich jetzt nicht vor, mich mit Schakalen anzulegen. Muss ich aber wohl. Schakalfälle könnte ich vielleicht noch gebrauchen. Diego ist schon ganz geskillt, der läuft den ganz geschickt aus dem Weg. Aber wenn gleich die Snapper kommen, dann sollten die tot sein. Oh, da sind sie schon. Okay, Quick Save. Hast du gerade gesagt, du verlernst es nicht? Die Viecher. Warum wolltest du da mit mir die jagen gehen, wenn du die hast? Oh, Hallöchen. Die Biester lernen es nicht. Echt eine Menge von denen. Elendes Drecksvieh. Heilige Scheiße. Viele von denen sind denn noch hier? Habe ich so einen tollen Stab. Wunderbar. Elendes Drecksvieh. So war es das. Das waren noch nicht alle. Wohin mit dir, Diego? Die Gegend hier ist gefährlich. Es würde mich nicht wundern, wenn sich hier irgendwo Nomaden verstecken. Was hast du jetzt vor? Tja, um ehrlich zu sein, ich habe keine großen Pläne. Ich dachte an sowas wie Jagen und Taschen füllen. Du bist derjenige, der weiß, was zu tun ist. Und wenn du mich brauchst, dann ziehen wir gemeinsam los. Diebeshandschuhe. Na, Feilchen. Unmögliche Schlösser knacken. Meisterdiebe werden. Taschendiebstahl. Nein, lass mal. Danke, nein. War es das mit den Snappern? Nein, das ist noch mehr. Noch mehr? Ja, es sind noch mehr hier. Ich weiß tatsächlich überhaupt nicht, wie viele... Snapper-Leder ich brauche. Ich würde jetzt mal sagen, 10, 15, 12? Ich weiß es nicht. Kein blassen Schimmer. Also so schwer sind die Gegner jetzt hier ja nicht, aber gut, ich bin mittlerweile auch ein wenig, naja, überlevelt ist auch schon wieder Sandcrawler. Überlevelt ist falsch. Der Punkt ist, ich habe wirklich komplett Nordmar gemacht, also so gut wie komplett Nordmar gemacht. Und deswegen habe ich natürlich jetzt einiges an Leveln wieder drin. Apropos, wir haben glaube ich schon wieder 13 Lernpunkte, die wir irgendwo reinstecken könnten, aber... tun wir mal noch nicht.
Man weiß ja nie, was noch kommt. Aha, da haben wir schon Räuber, die wir jetzt gleich auch töten werden. Die ich aber vorher vor Quicksafen würde. Bitter. Bitter, bitter Quicksafen vorher. Dann noch ein paar Kräuter einsammeln. Ich brauche Mana-Pflanzen. Und zwar ziemlich dringend. Und zwar irgendwie viele. Sehr viele. Oha. Das sind doch mehr als ich dachte. Und jetzt irgendwie doch weniger als ich dachte. Wo sind denn die ganzen Waffen? Aha, da rutscht ein Kampfstab und da ist ein Aschaschan-Schwert. Aschaschan-Schwert. Okay, hast du das hingeschrieben? Das war's an Nomaden. Ist ja langweilig. Ich dachte, hier wird's mal spannend. Apropos, wo sind meine Stäbe eigentlich? Ja, Ruinenkarten? Nein. Weltkarte? Nein. Zerrissen? Nein. Doch. Moment mal, ist das nicht sogar bei... Das ist doch sogar Braga. Das hier ist Braga. Das hier ist Braga. Oh, super. Cool. Ja, egal. Wen interessiert das schon, was Braga ist, wo Braga ist? Ich finde hier keinen dunklen Snapper gerade. Ich weiß halt nicht, wo... Ich weiß nicht, wo ich bin. Aber das ist auch mal wieder nichts Neues. Ja, nach dem ganzen Eis sind wir jetzt, ja, in der Wüste. Und finden eine alte Truhe. Okay, nehme ich mit. Hallöchen. Wir sind mittlerweile bei dem, bei ein paar besseren Truhen angekommen, habe ich so das Gefühl. Also langsam, aber sicher. Das ist cool, die Kette. Die mag ich. Die mag ich sehr. So, jetzt muss hier aber doch irgendwas muss hier doch noch sein. Sei es Gegner, sei es NPCs, sei es Quest, sei es... Da war gerade was. Ein Löwe. Ein Löwe? Da ist noch eine Löwin. Wie bin ich denn hier gelandet? Wie stark seid ihr? Seit wann? Es gibt Löwen in Gothic. Ich hab das komplett verdrängt. Holy shit! Oh. Okay, der war nicht schlau. Oh, der war doch schlau. Jetzt mal ernsthaft, ich habe das vollkommen verdrängt. Löwen. Ich habe das komplett verdrängt, dass hier Löwen sind. Tatsächlich komplett verdrängt. Aber gut, jetzt haben wir auch ein paar Löwenfälle. Okay. Und Wüste, soweit das Auge reicht. Gut, dann wollen wir hier gar nicht weiter sein, glaube ich. Ich glaube, es bringt uns gerade nichts, hier weiter zu sein, außer ein paar Pflanzen einzusammeln. Ich glaube, mehr wird hier nicht sein. Ich gehe noch einmal kurz um die Oase komplett rum. Aber ich nehme nicht an, dass hier noch irgendwo eine Kiste versteckt ist oder irgendwie ein NPC, der Hilfe braucht. Ich nehme an, dass dieser sowas hier nicht mehr sein wird. Nein. Ich bin hier auch irgendwo am Arsch der Welt. Braga.
Wir haben zwei Teleportsteine nach Braga. Ja, wir haben zwei Teleportsteine nach Braga. Nice. Ja, wir können mal gucken, wie viele Snapper, wie viel Leder wir brauchen. Für Luca. Hier ist das. Ich habe noch eine Rüstung im Lager gefunden. Die kannst du haben. Möge sie dich allzeit gut beschützen. Leichter. Sexy. Absolut sexy. So, die Nomaden sind jetzt direkt böse auf mich, kann das? Ich sollte aufpassen, was ich anhabe. Moment, oder haben die... Ich bin gerade nicht sicher. Nee, Moment. Moment, ich muss ganz kurz das nachgucken. Ah, okay, die Leichte noch nicht. Die Leichte kann ich überall anhaben. Da ist so ein Schwertsymbol, wenn sie Auswirkungen hat. Also Auswirkungen im Sinne von, die Nomaden würden mich, also die, wahrscheinlich die Wassermagier etc. würden mich angreifen. So, was ist mit dem Wassertypen hier? Ich grüße dich, Reisender. Willkommen in Barant, der großen Wüste. Du wirst durstig sein. Hier, trink einen Schluck kühles Wasser. Ich komme, um dein Tribut zu holen. Ich würde ja bezahlen, Sohn der Nachsicht, aber ich fürchte, mit Gold ist es nicht getan. Ich versprach Zuben meinen Kelch, den Kelch der Wasserhändler. Aber den hast du natürlich nicht mehr. Ich gab ihn Tufail, als er den Tribut eingesammelt hat. Doch dieser Sohn eines Nichtsnutzes hat ihn sich abnehmen lassen. Ich bitte dich untertänigst, finde den Kelch und bringe ihn nach Falem. Das haben wir tatsächlich. Ich habe den Kelch gefunden. Ich bitte dich, bringe ihn nach Falem. Wein. Wasser brauche ich nicht. Bananen? Brauche ich auch nicht. Obstkompott ist auch nicht mein Ding. Kommt Gott das gleich. Zack. Ja, wir sollen ihn nachher dann bringen. Ja, können wir eben machen. Sicher haben wir eh nichts Besseres zu tun gerade. Ich mag die Musik übrigens in... Warrant. Ich habe den Kelch der Wasserhändler. Ah, dieser Kelch ist mir einen besonderen Dank wert. Wegen des Tributs. Ja, ich bin einigermaßen zufrieden. Mehr ist hier wohl nicht zu holen. Es ist wohl besser, wenn ich bleibe, um die Ruhe zu bewahren. Was dich angeht, ich werde dich in Ishtar empfehlen. Mach weiter so, dann wirst du bald ein Freund der Assassine sein. Was kannst du für mich tun? Da du dich als fähig erwiesen hast, werde ich dich in den Künsten der Magie unterweisen. Toll. So tolle Dinge kann der gar nicht. Ist hier oben jemand? Ich sag's nicht nochmal. Raus jetzt. Ich bin schon weg. Alles ist gut. So, das war's jetzt in Braga. Ich habe hier gerade mal einen 50er Ruf oder was? Aber das war's in Braga. So, witzigerweise... Moment, ich müsste doch eigentlich... Da ist doch Braga. Hier irgendwo in diesem Gebiet... soll der erste Teil des Stabes sein. Das sehe ich als Problem. Das ist gar nicht mehr so klar. Da ist nichts mehr zu holen. Die habe ich mir schon geplündert. Schön. Okay. Warane! Oh. Ein Schuss tot.
Feuerwarane. Die ich witzigerweise nicht mit Feuer töten kann. Aber alles kalt, ich kann ihn nicht mit Feuer töten. Das eben mit Blitz. Leck mich. Da kommen bestimmt ein paar Schakale um die Ecke. Da! Da! Und hopp, hopp, hopp. Danke. Bevor ich hier gleich noch Truppen kippe. Das ist sehr suboptimal. Sehr, sehr, sehr schön. Wir machen hier beim nächsten Mal weiter. Bis gleich.